Heute nehmen wir euch mit zu unserer Wanderung zum Lykaion und dem Zeus-Heiligtum. Wir sind Klaus und Petra und unterwegs auf unserer Europareise. Der Lykaion ist mit 1421 Metern der höchste Berg des mittleren Peloponnes und das Zeus-Heiligtum befindet sich in unmittelbarer Nähe von ihm. Wir starteten von einem Übernachtungsplatz in einem nahegelegenen Dorf, das über Winter ganz verlassen war. Schon bei der Anfahrt gab es herrliche Ausblicke im Morgendunst. Dann kamen wir an und wunderten uns, dass hier oben, so weit im Gebirge, ein so großer Schotterparkplatz war. Irgendwie hatten wir uns zwar im Internet informiert und wussten, dass es eine Tempelanlage bei unserem Parkplatz gab und es ein zweites Heiligtum auf dem Berg geben musste. Hier seht ihr unsere Route, die wir euch in der Beschreibung verlinken. Wir starteten am blauen Punkt, gingen dann zu Punkt 1, dem Lykaion, um ihn dann im Uhrzeigersinn zu umrunden. Auf dem Weg recherchierten wir dann nochmal und fanden heraus, dass dort, wo wir standen, kein Parkplatz, sondern das antike Stadion und die Pferderennbahn waren. Wir standen also mit unserem Wohnmobil mitten auf einer antiken Ausgrabungsstätte. Auf dem Weg begegnete uns eine Ziegenherde. Stille und eine herrlich herbe und karge Landschaft. Mit kleinen Blütenerlebnissen. Dann kamen wir auf dem Lykaion an und ließen die Drohne steigen. Beim Abstieg sahen wir eine stattliche Eiche, die innen komplett hohl war. Der Lykaion von unten. Und zum ersten Mal trafen wir in Griechenland auf Eis, das sich auf der Nordseite erhalten hatte. Eine Mistel. Zwischendurch ging es auch mal wieder aufwärts. Und an beeindruckenden Felsformationen vorbei.
So kamen wir wieder bei unserem Wohnmobil an und am Abend ging der Mond mystisch auf. Petra hatte recherchiert, dass es diesmal der Wolfsmond war, was zum Lykaion passt, was übersetzt Wolfsberg heißt. Am nächsten Morgen unterhielten wir uns, dass wir auf dem Lykaion keine historischen Bauwerke oder ähnliches gesehen hatten. Aber es sollte doch ein Heiligtum auf dem Berg sein. Also schauten wir uns nochmal um, entdeckten eine Infotafel, die uns sagte, dass das Heiligtum auf einem kleineren Berg direkt vor unserer Nase wäre. Das untere Heiligtum auf der Hochebene, auf der wir auch standen, bestand vor allem aus einer Säulenhalle, dem Stadion, einer Pferderennbahn und einem Verwaltungsgebäude. Daneben gab es noch kleinere Gebäude wie das Badehaus. An der griechischen Architektur finde ich immer die riesigen Mauersteine beeindruckend, die millimetergenau gearbeitet und ohne Mörtel aufeinander geschichtet wurden. Der Sage nach ging Zeus unter die Menschen und traf Lykaon, der versuchte, Zeus zu töten, indem er ihm Menschenfleisch zu essen gab. Zeus bemerkte das, verwandelte Lykaon in einen Wolf und zerstörte seinen Palast. Deshalb soll es hier, laut antiker Autoren, zu Menschenopfern gekommen sein. Doch dazu später mehr. Zu guter Letzt wird dieser Ort auch als Geburtsort von Zeus bezeichnet. Hier seht ihr die Wanderung, die eine Stunde dauert, vom unteren Heiligtum Punkt A zum Zeusaltar auf dem Gipfel Punkt B. Beide Wanderungen wurden von uns in der Komoot-App selbst zusammengestellt und ihr findet den Link in der Beschreibung. Da müssen wir hoch. Also los. Als wir ganz oben am Gipfel ankamen, waren wir etwas enttäuscht, denn außer ein paar Löchern im Boden war nicht viel zu sehen. Etwas mehr lässt sich aus der Luft erahnen. Archäologisch lassen sich übrigens keine Menschenopfer in ganz Griechenland belegen, bis eventuell ein einziges, das genau hier gefunden wurde. Die obere Anlage besteht aus dem Heiligtum direkt auf dem Gipfel und dem Zeusaltar etwas weiter unten. Und hier noch die Überreste des Zeusaltars aus der Nähe. Schließlich kamen wir wieder bei unserem Womo an und fuhren wieder an die Küste nach Gytio. Wenn euch der Film gefallen hat, dann gebt uns doch einen Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal und drückt auf die Glocke.